Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Als ich letztens das Video aufgenommen habe für Undercover Anonym, wegen dem, wie bin ich überhaupt drauf gekommen, habe ich ja gar nicht erzählt, wie ich vom Blech zum Spritzen gekommen bin. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das war auf alle Fälle schon nach Daytop. Und ich habe da meinen Cousin getroffen, der mir am Bommel Brownies gegeben hat, was echt oberirdische Qualität hatte. Das war Zufall, ich habe ihn getroffen an der Gieselauer Straße und dann war ich da am Josefsplatz in München, ist an der U-Bahn gleich, das ist so ein kleiner Friedhof, das ist aber auch gleichzeitig ein kleiner Park. Und da drin war ich gesessen, habe mich da mit dem Robert getroffen und wollte gerade Blech rauchen. Ja, schon gut, aber ballern wäre halt cooler. Ja, ich habe aber nichts zum Ballern, ey. Und ich kaufe mal, ich will mir jetzt auch keine Spritze erstmal nicht holen. Sagt, ja, kein Problem, fahr nach Augsburg, habe ich's. Ja, hat er damals in Augsburg gewohnt, also gut. Gesagt, getan, 15 Mark für ein Ticket ausgegeben, nach Augsburg gefahren mit Robert dann Nachmittag. Habe ich dann gesagt, Alter, machen wir mal einen Druck, mach mal für mich, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann hat er es mal erklärt und so und den ersten Druck gemacht. War krass. Das war wirklich krass, weil es halt ein Unterschied ist wie Tag und Nacht zwischen Blechrauchen und Spritzen. Aber am Ende war es aber so, dass ich es beim zweiten Mal sofort selber gemacht habe. Das war nicht mehr an demselben Tag, weil da habe ich ja gekotzt wie ein Stier. Ich war so schlecht, weil es spät war. Und das Film war auch gleichzeitig total geil, so dass ich nie wieder Blech rauchen wollte. So war das damals. Also ich war schon mal in Schad und Gorn, keiner hat mich überredet. Ich wollte es unbedingt haben, weil wollte wissen, wie es ist. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die alle nicht geraucht haben, die alle bloß gespritzt haben und alle krass drauf haben. Halt in der Therapie eigentlich natürlich. Und das ist, glaube ich, bei jeder Sucht so, dass wenn man rückfällig wird, dass man es dann erst einmal noch mehr krachen lässt, als wie man halt vorher immer seine Bremsen gesucht hat. Man will ja gar nicht so wirklich und versucht jedes Mal so, nicht ganz so heftig und nicht ganz so viel und bla. Und wenn man dann aufgehört hat, rückfällig wird, dann verliert man diese eine Hemmung komplett und man will es halt wirklich weg haben, auch dieses Versagen, dass man schon wieder rückfällig ist. Das will man ja gar nicht spüren, das will man gar nicht fühlen. Man will ja ein schönes Gefühl. Und dann merkt man plötzlich, dass das gar nicht mehr dasselbe ist wie damals. Das ist nicht mehr dasselbe Turn. Die Wirkung ist anders. Nicht mehr so stark, nicht mehr so bedämpfend, gar nichts und zacki-backi, hier bist du noch weiter drin. Das ist echt der Teufelskreis. Das ist so ein mieses Dreckszeug, weil die Wirkung, finde ich ganz ehrlich, wenn man es auf der Folie raucht oder in der Nase schnupft und vielleicht das nicht ganz so gut ist, ist es halt ein bisschen angenehm. Ja, schon, aber hey, der Entzug ist trotzdem schon ganz schön fies. Und wenn du dann auf richtig guten Zeug drauf bist und dann entziehen musst, Alter, das sind so ganz andere Schmerzen und Halluzinationen und Gedankengänge, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da geht es einem richtig scheiße. Das ist gar nicht schlecht gespielt bei Trainspotting, wie der das an den Zug hat. Das ist echt nicht schlecht gespielt, so das Hin- und Herwälzen und komische Gedanken haben. Tagträumer rein. Das mit dem Baby habe ich schon gesagt, das passt eher zu den Diazepam-Geschichten, Hymenflazepam, aber das war ja auch ein Polytoxer, gell? Der hat alles Mögliche genommen. Ja, Leute, was ich halt sagen will mit der ganzen Laverei, ist eigentlich nur, dass es jedem bewusst sein sollte. Es kann wirklich jeden von euch erwischen. Jeder kann jederzeit draufkommen. Das kann da einfach passieren. Man probiert es aus irgendeiner Dummheit heraus oder es wird ein Untergehöhlt oder man hat da Probleme oder aus, keine Ahnung. Die meisten Leute haben sich wirklich dafür entschieden, ich möchte es probieren, weil aus irgendeinem Grund raus. Und darüber mache ich dann auch noch ein Video extra. Da erzähle ich euch von der Tina, wie die meine Abhängigkeiten als benutzt hat, um selber an Drogen zu kommen. An härtere Drogen zu kommen. Die Geschichte ist, macht auch ein bisschen Bauchschmerzen. Okay,
tatsächlich ein anderes Motorrad. Also, wenn euch gefällt, was ich erzähle, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten, aber dann in die Kommentare, warum. Ansonsten schreibt mal bloß nichts rein in die Kommentare und abonniert ja nicht meinen Kanal. Peace out.